Willkommen zurück im wunderbaren Wüstengefängnis. Wir sind gerade Barrett auf der Spur und wie wir natürlich wieder hier rauskommen. Diese Typen lügen nur, alles Lügen. Nicht einer von ihnen sagt dir die Wahrheit. Du brauchst nur ein wenig mit ihnen zu reden und schon hast du genug von ihnen. Hier ist es wie im Himmel. Hier ist es wie im Himmel. Hier ist es wie im Himmel. Okay. Dieser Lift bringt dich nach oben, aber du musst dich erst als Chocobo-Jockey beweisen. Ah, okay. Ich sehe unsere nächste Aufgabe. Hier kommen ja auch Gegner. Was soll denn das? Das Schwert nebenbei von Claude sieht ziemlich cool aus, sehe ich jetzt gerade erst. Ich dachte, da kann man rein. Willst du am Chocobo-Rennen teilnehmen? Na klar, ich bin dabei. Hol dir das Okay vom Boss der Region. Wer ist der Boss? Du weißt nicht mal das? Oh Mann. Tut mir leid, bin gerade hier angekommen. Hab ich nicht gesagt, du sollst nicht hierher kommen? Halt, hör zu, wir wollen mit dir reden. Du wirst kapieren, wenn du uns ausreden lässt. Ich wollte nicht, dass jemand von euch mit reingezogen wird. Ach, die sind jetzt auch hier? Ja, das ist wieder mal typisch Claude. Es ist zu gefährlich. Bla, 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 bla. Nun, wir stecken schon mittendrin. Wir sahen dich und eilten herbei. Barrett erzählt uns doch einfach, was hier abgeht. Hey, Leute. Ich habe gehört, dass ein Mann mit einem Gewehrarm für die Morde in der Kampfarena verantwortlich sei. Warst du das? Da ist noch ein anderer Mann, dem ein Gewehr in dem Arm implantiert wurde. Das ist 4 Jahre her. Bestimmt der Dean. Ich erinnere mich, ich war auf dem Weg nach Hause von einem Reaktor, der im Bau war. Barrett, Dean, komm schnell, das Dorf wird angegriffen. Es sind Shinra-Soldaten. Was? Was zum Henker ist passiert? Hey Barrett, es ist noch nicht vorbei. Sie warten alle. Gehen wir zurück ins Dorf. Alter Mann! Komm, Barrett, wir müssen uns beeilen. Okay, da wurde er einfach abgeknallt, ey, krass. Barrett, du bleibst hier. Scarlett, ja! Wenn du so zielst, kannst du den ganzen Tag schießen und ihn treffen. Pass auf! Dean, halt aus! Hör zu, du gehst zurück zum Dorf, hörst du? Ja, ich lass nicht los. Du kommst zurück, alle warten auf dich. Eleanor und Marlene, alle warten auf uns. Boah. Aus. Seitdem konnte ich den rechten Arm nicht mehr benutzen. Ich war eine Weile deprimiert. Aber dann habe ich meinen künstlichen Arm weggeworfen und mir ein Gewehr einsetzen lassen. Hab einen neuen Arm, um Rache an Shinra nehmen zu können, die alles wegnahmen. Damals sagte der Arzt, dass noch ein Mann dieselbe Operation hatte, wie ich. Aber bei ihm war es der linke Arm. Aber Dean hatte die gleiche Verletzung wie du, oder? Ja, das stimmt.
Ihn hat Shinra auch betrogen. Er kämpft bestimmt mit uns gegen Shinra. Würde mich nicht drauf verlassen, muss mich bei Dean entschuldigen, bevor ich im Frieden ruhen kann. Und deshalb muss ich alleine gehen. Mach, was du willst. Ist es das, was du hören wolltest? Ich kann dich nicht alleine lassen. Falls du wegen mir stirbst, krieg ich Albträume. Rivet, das ist nicht das Ende. Wolltest du nicht den Planeten retten? Herr je, Tifa, das solltest du inzwischen wissen. Mir geht's auch nicht anders. Das ist einfacher zu verstehen, klingt nach dir, Barrett. Also, so sieht's aus, Barrett. Schätze, es wären Barrett, ich und... Bum, bum. Ja, perfekt. Unser Hauptteam. Sei vorsichtig. Okay. Da ist die Truhe aufgegangen, habe ich gerade gesehen. Ein neuer, dann schmeiß eine Runde. Tja, so ist das hier. Ich will mit dem Typen da sprechen. Aber der will nicht. Muss ich jetzt hier raus? Ach ja, immer noch Gegner, ganz vergessen. Heilung 3? Okay, krass. Okay. Interessant. Neu hier, dann mach deine Aufwartung bei Mr. Coates. Dich kenne ich nicht. Willst du rauf? Klar, rauf. Glaube nicht, dass du verstehst, was hier unten abgeht. Das ist die Müllhalde von Goldsaucer und die macht euch alle zu Schrott. Die einzige Möglichkeit, wieder raufzukommen, ist das Schokoborennen zu gewinnen. Es ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Klar, wenn du die Erlaubnis vom Boss erhältest, aber die kriegst du nie. Aber wer ist denn hier der Boss? Was? Gib mir die Speedkapsel wieder her. Darum will ich nicht gegen die kämpfen. Ne? Apropos. Erhöht Geschickwerte. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Sehr nett, dankeschön. Boah, das ist aber mega stark. Heilung 3.
Ah, oh, hier ist es mega kacke. Wir müssen jetzt, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich will natürlich alles absuchen, aber die Gegner, die nerven so ungemein gerade. Ich weiß halt auch nicht, ob der jetzt noch hier einen suchen will. Oder ob die jetzt hier raus wollen. Das wurde mir jetzt irgendwie durch das Gespräch nicht so ganz klar, um ehrlich zu sein. Da liegt jetzt einer rum. Lag da vorhin auch schon? Nee, ne? Oder doch, doch, klar. Nein, weiß ich nicht mehr. Das hört sich so mächtig an. Dem wurde auch geschossen. Okay, dann müssen wir vielleicht hier lang jetzt. Mann, der Boss war heute echt nicht gut drauf. Oder war es einer seiner besseren Tage? Oha, die sehen auch nicht gesund aus. Feintech-Zauber, Matra-Zauber gelernt, sehr cool, glaube ich. Boah, Barrett hat schon 1100 HP. Der Gute. Oh nein, ich glaube, wir sind hier nicht richtig. Boah, okay, ich dachte, das tötet uns jetzt, um ehrlich zu sein.
Vor diesem riesen Sandwürmern habe ich nämlich mega Respekt. Okay, das geht noch. Schwach gegenüber Kälte, gut zu wissen. Müsste jetzt eigentlich tot sein, oder? Eis 2. Jawohl. Ein Kaktor. Mist, verdammt. Ich denke, man braucht einen hohen Geschickwert, um ihn zu treffen. Okay, Eis hat nicht viel abgezogen. Feuer zieht auch nichts ab, okay. Fetter Schokobo. Der fette Schokobo regelt, ey. Oh, geil. Okay. Oh, ja gerne. 10.000 Gil nehme ich gerne mit. Ich weiß gerade nicht, ob das so richtig ist, was ich hier tue. Willst du mitfahren? Wohin geht's denn? Wir haben uns bestimmt verlaufen, er bringt uns zurück. Verdammt! Aber 10.000 Gil nehme ich gerne an. Jetzt können wir uns mal ein paar Zelte erstmal kaufen. Ach ja, hier kommen ja auch Gegner. Gar nicht so verkehrt. Der Matra-Zauber. Aber wir kriegen sogar ein Zelt. Sehr gut. Oh, ich will nicht gegen die kämpfen. Klau mir meine Items. Deswegen setze ich auch immer sofort eine Beschwörung ein, auch wenn die MP drauf gehen. Weil ich will die einfach weghaben. Hier geht's auch nicht lang.
Hä? So. Will mit dir reden. Oh Gott. Dann nicht. Wir müssen raus, hundertprozentig. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir da irgendwas mit dem Schokoborennen machen, aber... Kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Ja, der war das. Okay. Oh Gott. Okay, nur 8 MP der Matra-Zauber, das ist eigentlich ganz cool. Gott. Schon ein bisschen nervig, muss ich sagen. Thank you.
Okay. Ist wahrscheinlich ganz egal, wo ich lang gehe, habe ich das Gefühl. Oh, ein Sandwurm. Bin ich geblendet oder warum trifft er nicht? Sieht so aus, oder? Okay, nein, das kann nicht richtig sein. Ich glaube, ich werde jetzt das erste Mal, nee, das zweite Mal in meinem schlauen Lösungsbuch nachschauen. Denn ich weiß es gerade nicht, ob wir den... Ich weiß echt nicht, was wir machen müssen. Warum müssen wir da rechts lang? Halt hier an. Und das nervt so übertrieben. Oh. War was anderes. Aha, ich hab den stärkeren Matra-Zauber. Okay. Ach ja. Okay. Dean, bist du's? Die Stimme habe ich seit Jahren nicht mehr gehört. Eine Stimme, die ich nie vergessen kann. Ich habe immer gehofft, dich irgendwann wiederzusehen. Ich wusste, dass du noch lebst. Wir sind beide operiert worden. Damit... Was ist das? Ich höre ihre Stimme. Ich höre ihre Stimme, Eleanors Stimme. Sie fleht mich an, dich nicht ganz zu hassen. Darum bin ich dir nie nachgejagt. Ich weiß, dass ich blöd war, ich will dich auch nicht um Verzeihung bitten. Aber was machst du denn hier? Warum willst du denn die umbringen, die nicht mal was damit zu tun haben? Warum? Warum? Das ist dir doch egal.
Denkst du, die Toten verstehen warum? Werden es die Leute von Korell verstehen, nur weil sie Shinras Ausreden hören? Die Gründe sind mir egal. Dachte, da wäre jemand. Die geben uns einfach nur Artillerie und lahme Ausreden. Übrig bleibt eine Welt voller Verzweiflung und Leere. Willst du immer noch hören, warum? Okay, ich werd's dir sagen. Weil ich alles vernichten will. Die Menschen hier. Die Stadt selbst. Die ganze Welt. Macht Barrett das gar nichts aus? Ich habe nichts mehr in dieser Welt. Corell, Eleanor, Marlene. Dean, Marlene, Marlene lebt noch. Ich war noch mal in der Stadt. Ich dachte, sie würde bestimmt sterben. Deshalb wollte ich bis zum Ende bei ihr sein. Und da fand ich sie. Hab ich Marlene gefunden. Sie ist in Midgard. Komm, wir gehen gemeinsam zu ihr, okay? Sie lebt also noch. Okay, Barrett. Das heißt also, wir müssen gegeneinander kämpfen. Was? Eleanor ist ganz allein. Ich muss Marlene zu ihr bringen. Dean, bist du verrückt? Marlene will ihre Mutter sehen, oder? Hör auf, Dean, ich darf jetzt noch nicht sterben. Was du nicht sagst. Naja, mein Leben ist seit damals vorbei. Hör auf, ich will noch nicht gegen dich kämpfen. Barrett! Claude, du hältst dich da verdammt nochmal raus. Das ist mein Problem. Okay, Dean sieht cool aus. Ein bisschen Nadelpistole, ein bisschen wie heißt dieses Contra-Spiel da? Dieser Soldat. Dieses Action-RPG, Action-Adventure. Oder was auch immer eine Kategorie das ist. Dean ist Level 23, hat nur 1000 HP. Dean, friss das! Essmine? Ach, verdammt Analogstick. Der kann mir viel zu oft angreifen. Das ist irgendwie unfair. Egal, er ist eh gleich. Wenn er mich jetzt noch einmal angreift, dann ist er eh tot. Durch mein Limit. Ich zeig ihm, wie das geht. Das ist eine wahre Mine. Boah, von da aus sieht er ziemlich creepy aus. Ah! Silberarmband. Die zurück. Alter, ganz viele Waffen da. Sehe ich jetzt erstmal. Es war nicht nur mein Arm damals. Ich habe damals was Unersetzliches verloren. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Mensch, Dean, ich weiß auch nicht. Können wir das nicht anders lösen? Ich habe dir schon mal gesagt, ich will alles zerstören. Alles, diese verrückte Welt, sogar mich selbst. Und was ist mit Marlene? Was soll mit ihr passieren? Denk mal nach, Barrett. Wie alt war Marlene damals?
Auch wenn ich jetzt zu ihr gehe, würde sie mich nie erkennen. Und außerdem, Barrett, diese Hände hier sind ein wenig zu schmutzig, um Marleen noch tragen zu können. Barrett. Gib Marleen diesen Anhänger. Er gehörte Eleanor. Ein Andenken an meine Frau. Okay. Oh, Marleen ist schon 4. Barrett, bring Marleen niemals zum Weinen. Dean? Ich krieg gerade herbe Gänsehaut. Dean! Dean! Okay, Entschuldigung. Ah. Dean, wir sind beide gleich. Meine Hände sind auch nicht sauberer. Ich kann Marleen dann auch nicht tragen. Was ist? Ich will nach oben. Wie gesagt, du brauchst die Erlaubnis vom Boss. Du musst das Schokobo-Rennen gewinnen. Dean hat seine Gründe und kann nicht reden. Stattdessen habe ich dies hier bekommen. Ja, zum... Ich will nach oben. Gut. Hast du Dean getötet? Du musst es gewesen sein, sonst hättest du das Ding nicht. Also Dean ist tot. Vielleicht geht's dann hier ein bisschen ruhiger zu. Ihm war es egal, wer die Leute waren. Einen Dreck, weißt du. Gut, ich meine, nein, ich weiß nichts. Entschuldigung. Bringst du uns dann hier raus? Hä? Oh Mann, ihr rafft es wohl nicht. Ich hab euch doch gesagt, es gibt nur eine Chance, hier rauszukommen. Man muss das Schokobo-Rennen gewinnen, das oben in Goldsoster veranstaltet wird. Und es kann nur ein Teilnehmer auf einmal raufgehen. Wie bitte? Nein, nein, auch wenn du mich bedrohst. Das sind nun mal die Regeln, da kann ich nichts ändern. Sonst würde das ganze System hier zusammenbrechen. Das kann ich nicht verantworten. Okay, okay, ich lass einen raufgehen. Danach muss erst mit Dio aufnehmen. Alles klar. Claude, geh du. Wir warten hier unten. Beeil dich, gewinne das Schokobo-Rennen und hol uns hier raus. Ja, Claude. Claude sollte es versuchen. Na, von mir aus. Bist du nun soweit? Jetzt brauchst du nur noch einen Trainer, der dich anmeldet und dir ein Schokobo besorgt. Hallo allerseits, ich habe zufällig mitgehört. Esther? Ich werde dein Trainer. Nun, ich habe nichts dagegen, aber... Das ist Esther. Sie sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber es gibt keinen besseren Trainer für das Rennen. Dazu sage ich nichts. Nun ja, hallo, wie geht's, Claude? Alles klar, Claude? Ich schick dich mit dem Lift rauf. Esther erklärt dir die Details. Okay, dann mach mal, Esther. Also das ist passiert. Ich werde persönlich mit Dio reden. Konzentrier du dich nur auf das Rennen. Ach ja, um nochmal auf die andere Frage zurückzukommen. Es gibt viele verschiedene Typen von Chocobo-Jockeys. Es ist nicht nur für Kriminelle. Manchen Leuten geht es um Berühmtheit, manche um das Geld, manchen Leuten geht es nur um die Ehre. Und dann gibt es noch Leute wie dich. Oh ja, ich bringe dir bei, wie man auf einen Schokobo reitet. Ja gut. Zuerst die Okay drücken und Auto oder manuell wählen. Anders gesagt, entweder zügelst du den Schokobo oder du lässt ihn alleine rennen. Aber es ist ziemlich schwierig, den Schokobo zu lenken, wie du willst. Wenn dich der Chocobo nicht mag, gehorcht er dir nicht. Du kannst gar nichts machen. Aber die meisten Chocobos, die ich dir zur Verfügung stelle, sind zahm und du müsstest mit ihnen umgehen können. Wenn du reitest, drücke Wechseln zum Beschleunigen und Abbruch, um langsamer zu reiten. Aber wenn du schneller reitest, als der Chocobo verkraften kann, dann verliert er ganz schnell seine Ausdauer. Und verwende die Pfeiltaste, um den Chocobo nach links und rechts zu bewegen und okay für einen Geschwindigkeitsschub. Aber natürlich geht auch die Kondition schneller zur Neige. Es gibt einige griesgrimmige Chocobos, die sich übernehmen und sehr schnell ihre Ausdauer verlieren. Für solche Chocobos solltest du die Steuerung auf manuell schalten und sie bremsen. Schließlich noch ein Ratschlag für Eilige. Sobald der erste und zweite Chocobo die Ziellinie überquert haben, drücke sofort Start, um das Rennen zu beenden. Okay.
Da liegt eine Substanz, das sieht aus wie eine Beschwörung. Ist du neu hier? Hi, Joe. Hallo, Esther, du bist hübsch wie immer. Danke. Darf ich bekannt machen? Claude, das ist Joe, einer der besten Jockeys. Nett, dich kennenzulernen, Claude. Wenn du zu Esther gehörst, dann... Richtig, er ist ein aufstrebender Jockey. Er ist erst seit einem Tag hier und hat es schon hier herauf geschafft. Was? Ach so, ich verstehe. Also, was hast du da unten gemacht? Entschuldigung, hier wird nicht nach der Vergangenheit gefragt. Sehr interessant, ich habe das Gefühl, wir sehen uns wieder. Na dann, bis später, Claude. Ich sehe mal nach dem Chocobo, warte einen Moment. Ramu, uhu. Ich habe dir nichts zu sagen. Okay. Er hat nicht übermäßig. Anders spielt keiner. Das Rennen fängt gleich an. Die Jockeys für das nächste Rennen bitte zum Sattelplatz. Ich wiederhole. Ich mache euch alle platt. Dich und dich. Ich fühle mich so alleine. Claude! Ja, Esther? Danke, dass du gewartet hast. Das ist ein Chocobo, den ich selbst trainiert habe. Der verliert nicht leicht. Oh ja, weißt du, wie man auf einem reitet? Ja, ich weiß. Nicht mehr. Dann viel Glück. Okay, ist automatisch. Hilfe, es ist immer noch automatisch. Wie wechsle ich? Der lässt sich gar nicht weg. Ach doch, jetzt. Hilfe! Oh. Jetzt habe ich verloren. Kann ich Start drücken? Na toll. Wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Oh Gott. Pech. Du warst in einer schwierigen Lage. Ich hol dir einen besseren Chocobo. Warte hier, ja? Das ist aber nett. Der hat sich auch sofort ausgepowert. Das Rennen fängt... Oh nein, das kann jetzt doch ewig dauern, Leute. Das hast du gerade auch schon gesagt. Ich lass ihn einfach nicht durch. Das ist meine Taktik. Okay, jetzt habe ich schon. Ich bin der König der Chocobos. Okay, gleich habe ich's.
ohne meine Speed-Taste zu benutzen. Wartet nur ab, wenn ich meine Speed-Taste benutze. Und zwar jetzt. Ui. Ich hätte sie sogar eher benutzen können. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist alles bestens. Ach ja, der Besitzer hat mir gesagt, ich soll dir diesen Brief geben, falls du gewinnst. Junge, wenn du diesen Brief liest, dann musst du gewonnen haben und einen Sieg errungen haben, den du bestimmt verdient hast. Ich habe von Esther etwas über Dean erfahren. Da du gewonnen hast, verspreche ich dir, dass du mit all deinen Freunden begnadigt wirst und dass sie alle freigelassen werdet. Ich habe auch sozusagen als Entschuldigung ein kleines Geschenk für die Reise vorbereitet. Es tut mir leid, dass ich es dir nicht persönlich sagen kann, aber ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Mit freundlichen Grüßen, Dio. Ein Geschenk? Cloud, ist das nicht fantastisch? Der stellvertretende Geschäftsführer ist gerade vorbeigekommen und hat einen Buggy für dich dagelassen. Jetzt können wir ohne Probleme durch die Wüsten und Flüsse fahren. Gut, Cloud, ich warte draußen. Sehr, sehr gut. Der Brief geht noch weiter. PS, ich habe vor kurzem Sephiroth kennengelernt. Er muss viele Anhänger unter Jungs deines Alters haben. Warum besorgst du dir nicht sein Autogramm? Er scheint südlich des Flusses nach Gongaga gereist zu sein. Sephiroth. Jetzt heißt es also Abschied nehmen. Ja, na wenn du je deinen eigenen Rennchocobo hast, komm wieder mal vorbei. Ich kümmere mich um deine Anmeldung und alles andere. Bis dann. So fährst du den Buggy. Klicke auf OK, um einzusteigen. Klicke auf Abbrechen, um auszusteigen. Buggys können niedrige Flüsse und Wüsten durchqueren. Mit einem Buggy kannst du selbst in die Costa del Sol und Yunnan Costa del Sol und Yunnan vordringen. Fahre einfach auf dem Frachtschiff mit. Ah, okay. Interessant. Karte. Okay. Hier kann man drüber. Es kommen aber trotzdem Gegner, wenn ich fahre. Interessant. Fliegende Sichel. Okay, ich dachte, der tötet die damit. Ah, egal. Ich finde, man erkennt auf der Karte ganz schlecht, wo gerade der nächste Punkt ist. Weil auch das Auto im Weg ist. Halt, wenn ich hier hochfahre, dann müsste man doch wieder zum Goldswasser kommen, oder? Genau, okay. Und wir müssen aber wahrscheinlich runter, wenn ich das richtig sehe. Runter oder links? Gongoa. Ich weiß es nicht ganz. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt erstmal zurück in die Wüste die Kaktoren abfarmen sollten. Denn 10.000 Gold pro Kampf fand ich schon ganz nice. Wir hätten sogar fast 30.000 Gold für die Dauerkarte. Okay, warte mal. Erstmal jetzt aussteigen. Und ich würde sagen, meine Freunde, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kennt ihr ja, Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, wie immer, mein Standardspruch. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.